Jürgesur zu einer neuen Folge Brick Force mit Brick. Und zwar auf einer Map namens Bed Wars, auf jeden Fall ganz komisch geschrieben. Und jetzt habe ich. Ich habe die Waffe gerade ausgewählt. Reagier doch einfach. Oh Mann. Hier, wenn ihr da unten gerade hinguckt, es ist also eine Map anscheinend inspiriert nach dem Minecraft-Spielmodus Bed Wars. Wenn ihr da unten auf meine Aktionsleiste guckt, dann seht ihr vielleicht etwas. Hier ist umgestellt. Ich werde jetzt, also, was ja immer sowas war, was mich ein bisschen besser gemacht hat, war, dass ich einfach recht gut potten konnte bisher immer. Abgesehen davon, dass ich jetzt kaum noch Brick Force spiele, werde ich auch noch in einer anderen Hinsicht jetzt total schlecht potten können in nächster Zeit. Okay, da ist jetzt etwas geleckt. Left, Alt und Backslash, wieso auch immer der diese eine Taste dort neben Shift als Backslash interpretiert. Bei mir ist das kein Backslash, ist wahrscheinlich auf der englischen Tastatur Backslash. Ja, weil meine Maus ist irgendwie kaputt oder so. Nee, mit meiner Maus hat das eigentlich wahrscheinlich gar nichts zu tun. Wahrscheinlich wird das auch passieren, wenn ich eine andere Maus anschließen würde. Die Einstellungen haben sich automatisch richtig scheiße verändert. Dass ich jetzt, also erst einmal ist mir das aufgefallen heute Morgen, also, das, so, ich habe ja gerade Praktikum und da muss ich immer von 11 bis 15 Uhr sein, deswegen kann ich am Morgen am Computer sein. Morgens, wie auch immer. Scheiße, ich hab keine Sniper, ne? Ja, da habe ich eigentlich keine Sniper. Ich war überflüssig. Aber was stehen die da alle rum? Scheiße! Der snipt die ganze Zeit ja mit der Snake, gegen den man so gar nichts tun kann. Und da stehen mir Leute im Weg. Was soll denn das? Leute, immer diese Menschen. Ich habe mich jetzt auch nur sehr wenig eingespielt, weil ich einfach keine Lust darauf hatte jetzt. Weil, ja, dann hat eben erstmal die mittlere Maustaste meiner Maus nicht funktioniert, was schon mal einfach unglaublich scheiße ist. Also für andere Leute mag das kein großes Problem gewesen sein, vielleicht. Weiß ich jetzt nicht, ob ihr die mittlere Maustaste manchmal benutzt. Aber ich benutze sie eigentlich andauernd. Auf jeden Fall, wenn ich, irgendwas mache. Also wenn ich zocke, meistens nicht, auf jeden Fall in wenigen Spielen. Also hier habe ich immer noch den 100er auf der mittleren Maustaste. Jetzt die funktioniert immer noch wieder, den 100er-Pod in Brick Force. Und sonst benutze ich die halt in Firefox immer zum Tabs schließen und in neuen Tabs öffnen und teilweise auch zum Fenster schließen und so. Weil es einfach unglaublich praktisch ist. Ich muss nur mit der mittleren Maustaste darauf klicken und nicht ganz genau zu dem X zielen. Ich glaube, das ist ein Sniper, oder? Ich weiß es nicht genau. Mal gucken. Mal gucken, ob ich gleich tot bin. Nö. Okay, keine Ahnung, ob er ein Sniper war, aber falls ja, dann war er einer, der irgendwie keine guten Chancen gegen mich hatte. Weiß nicht, was er für eine Waffe hatte. Es sah aus wie eine Armbrust und ich war mir jetzt nicht sicher, ob das eine Sniper-Armbrust gewesen sein könnte. Was mache ich denn? Ich glaube, das war die Rentier-Armbrust. Ich glaube, die ist ein Sniper. Naja, bin mir aber nicht ganz sicher. Der was am Open ist und ich werde gleich sterben. Ja, wusste ich's doch. Weil das nämlich alle Sniper sind. Dann snipe ich jetzt halt auch mal hier mit meinem tollen Wooden Crossbow. Ah, dieses Scheißteil! Ich komme auch einfach mit dem Zoom von dem überhaupt nicht klar, von dem Teil, ja, von diesem Stück Müll überhaupt nicht klar. Hat jemand ein Feuer, dann können wir die verbrennen. Ich glaube, die brennt ganz okay. Ist halt ein bisschen klein, aber sonst verbrennt. Also, das, was sie ist, brennt, glaube ich, ganz okay. Ich glaube, da ist ein Sniper auf jeden Fall, weil das Feuer einmal. Nein, ich treffe ihn nicht. Wieso habe ich ihn nicht getroffen? Okay, er hatte sowieso noch. Oh, hat sich gepottet. Ja, und ich habe halt dann halt. Also, ich habe eine Logitech-Maus und habe mir dann Setpoint oder irgendwie sowas. So ein Programm, mit dem man der bessere Einstellungen. Von Logitech, ein Programm, mit dem man bessere Einstellungen bei seinen Logitech-Mäusen und Tastaturen vornehmen kann. Runtergeladen und hab da dann bereits eigentlich das richtig eingestellt gehabt, eigentlich, aber es hat trotzdem nur manchmal reagiert. Jetzt reagiert es zum Glück wieder immer, weil ich einfach die auf Standard-Einstellung zurückgesetzt habe. Und auch in Firefox zum Zurück- und Vorgehen. Ach komm, nerv nicht. Ich will hier gerade was erzählen. Zum Zurück- und... Wieso habe ich mich überhaupt gepottet? Das bringt nichts. Weiß, dass ich sowieso nichts gegen ihn tun kann. Das ist mir ganz klar.
Also eigentlich sollte ich es lassen, ne? Oh, gut, dass ich den einen Feuer angeschossen habe. Na ja, ich wusste es. Oh Mann. Jedenfalls muss ich aufhören, Brickforce Let's Plays zu machen. ich habe nämlich vor kurzem mal ein bisschen was durchgelesen dazu, was man in seinen Let's Plays wie machen sollte, sozusagen, was auch immer. Und da hieß es auch, man sollte nur aufnehmen, wenn man Lust hat, also bei mehreren Sachen. Und nur aufnehmen, auf was man Lust hat. Also sollte ich kein Brickforce mehr aufnehmen, außer Freefall. Jedenfalls, ja. Funktionieren jetzt zwar die Daumentasten in Firefox wieder zum Seite zurück und also zum Vor- und Zurück gehen. Aber in Brickforce werden die nicht erkannt. Ich habe keine Ahnung, wieso sich überhaupt diese ganzen Einstellungen einfach so umgestellt haben. Aber es ist unglaublich scheiße. Oh. Na, schade, nicht mein. Ja. Okay, keine Ahnung, was es mit dem ist. Ich dachte, der hätte. Komm doch wieder hier vor. Ich will auf dich schießen und dir viel zu wenig Schaden machen. Mit dieser Waffe, das ist so. Wenn ich es jetzt mit CSGO vergleichen würde. Mit der muss man seinen Gegner so oft treffen, ungefähr wie mit einer G3 SG1. Nur sie schießt langsamer, hat ein schlechteres Fadenkreuz und ist einfach scheiße. Und ich habe trotzdem, ich spiele jetzt trotzdem mit der, damit ich wenigstens eine Sniper benutze. Aber ich glaube, damit höre ich besser auf. Die ist einfach zu scheiße. Naja, wir spielen eben Brickforce. Da kommt man nicht so gut, nicht an wirklich gute Waffen, ohne zu payen. Und da ich mein Geld lieber für neue Spiele als Items in alten Spielen ausgebe. Naja, ein bisschen Geld habe ich auch schon für Skins in CSGO ausgegeben. Aber es ist ja auch viel weniger. Und außerdem ist das auch vollkommen egal, weil es ändert nichts daran, wie gut man mit der Waffe ist. Kosmetisches Paying-System. Das gute Free-to-Play-Spiel-System. Nein, ich kann hier ja gar nicht lang. Scheiße. Okay. Oh. Diese Scheißwaffe. Hä? Der hatte gerade eine Orion in der Hand. Wahrscheinlich hat er sie gerade noch gewechselt. Hm, wahrscheinlich. Na, gleich ist die Runde zu Ende. Sehr gut. Ja. Na. Blöde Leiter. Der hat doch noch. Okay. Jetzt war ich irgendwie verwirrt. Ich habe nicht richtig auf mein Leben geachtet. Jedenfalls kann ich jetzt nicht mehr potten. Also jedenfalls nicht mehr sinnvoll. Weil normalerweise habe ich einfach in dem Gefecht meine Daumentasten gedrückt, wenn ich eine passende Lebensanzahl hatte. Und hatte dadurch immer irgendwie noch eine Chance. Aber jetzt muss ich dafür Alt und die Taste mit dem Größer-Kleiner-Zeichen klicken, die hier irgendwie Backslash heißt. Und das bekomme ich nicht hin in so kurzer Zeit, weil ich da meine Hände, meine Finger hier so umlegen muss. Und mit dem Daumen, das ist ganz einfach. Ja, dadurch werde ich mit Brickforce jetzt noch schlechter. Außerdem spiele ich es gar nicht mehr, außer wenn ich mit Brick aufnehme manchmal, dann werde ich im Brickforce noch schlechter. Also, ja. Wahrscheinlich erreiche ich irgendwann so eine KD wie so ein bestimmter Hacker, den ich mal gesehen habe. Ich habe vor Ewigkeiten bin ich nämlich mal einem Hacker begegnet. Irgendwie irgendwas mit Napoleon hieß der. Und der hatte irgendwie eine KD von 0,00 irgendwas Prozent. Der hat irgendwie gehackt und sich durchgehend umgebracht. Was sehr nervig war, weil damals die ganze Zeit die Kill-Leiste zugespammt wurde. Also auf VIP-Lager ist er durchgehend irgendwo runtergesprungen. Ich weiß nicht, ob er einfach einen Speedhack hatte oder so. Naja. Jedenfalls. War es das denn jetzt endlich mit dieser Folge Brickforce mit Brick? Also nicht den Daumen vergessen und bis zum nächsten Video. Ich überlege gerade, ob ich Lust habe, eine Endcard aufzunehmen. Ich denke aber schon. Ach, und wahrscheinlich kommt heute hoffentlich auch noch Besiege. Das macht nämlich weiters mehr Spaß. Könnt ihr lieber auf der Endcard? Wenn ihr oben rechts hinklickt, dann kommt ihr zur Brickforce mit Brick Playlist. Und wenn ihr unten links hinklickt, kommt ihr zu einem zufälligen von der Kreuz neuesten Videos. Und dann, wenn euch das Video gut gefallen hat, gebt am besten auch noch einen Daumen nach hoch. Und dann... Ja,
Matane.